Bis zu 20 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jährlich weggeworfen. Teilweise noch original verpackt, oft ist nicht einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht. In der Tonne landen wertvolle Lebensmittel, für deren Herstellung Menschen schwer gearbeitet haben und große Mengen Rohstoffe, Wasser und Energie verbraucht wurden. Die globale Nahrungsmittelvernichtung ist ein Skandal angesichts einer Milliarde hungernder Menschen, zumal vieles, was wir konsumieren und wegwerfen, aus Ländern stammt, in denen Hunger herrscht. Viele Feldfrüchte und Obst werden dort zu einem hohen Preis angebaut. Sie verknappen das wenige Wasser und Ackergifte schädigen Mensch und Natur. Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe transportieren Millionen Tonnen Lebensmittel um die Erde, nur damit sie bei uns auf der Mülldeponie landen. Das ist ethisch nicht vertretbar, ökonomisch wahnsinnig und ökologisch eine Katastrophe. Der Staat guckt nicht nur zu, er macht mit. Statt Landraub, Umweltzerstörung und Lebensmittel wegwerfen zu verbieten, bestraft er diejenigen, die das Essen aus dem Müll wieder retten. Wir halten dagegen. Erstens, der Diebstahlsparagraph 242 im Strafgesetzbuch und der Paragraph 959 im Bürgerlichen Gesetzbuch sollen so ergänzt werden, dass niemand mehr bestraft werden kann, der Essen, Möbel oder was auch immer aus Mülltonnen oder Sperrmüllbergen rettet. Wir fordern zwei neue Absätze. Eine fremde Sache nach dieser Vorschrift ist nicht, wenn die Sache ohne das Ziel einer weiteren oder zum Zweck einer nur energetischen Verwertung entsorgt worden ist oder eine nicht mehr genutzte Sache der Zerstörung ausgesetzt ist und der bisherige Besitzer sie weder weiter als Sache nutzen noch aufbewahren will. Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig an, der bisherige Besitzer wolle die Sache weder weiter nutzen noch aufbewahren und konnte er den Irrtum vermeiden, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder bei geringer Schuld von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen. Konnte der Täter den Irrtum nicht vermeiden, so ist die Tat nicht nach dieser Vorschrift strafbar. Zudem soll der Paragraph im Bürgerlichen Gesetzbuch präzisiert werden. Insbesondere gilt dieses, wenn der Eigentümer diese in einem Müllbehältnis deponiert oder diese anderweitig zur Abholung durch die Müllabfuhr bereitstellt. Zweitens, möglichst schnell soll das Wegwerfen von Lebensmitteln insgesamt und ohne Schlupflöcher verboten werden, so wie es in Frankreich und Wallonien schon geschehen ist. Drittens, bis das gesetzlich geschieht, sollen Lebensmittelindustrie und Handel sich freiwillig bewegen. Keine Importe, die mit Vertreibung und Umweltzerstörung verbunden sind. Verarbeitung aller genießbaren Lebensmittel ohne Wegwerfen. Und viertens, der Handel sollte verpflichtet werden, einen ungehinderten Zugang zu nicht mehr verkaufsfähigen, aber noch genießbaren Lebensmitteln sicherzustellen. Jetzt wollen wir unsere Forderungen so deutlich erheben, dass endlich Schluss ist mit dem Bestrafen derer, die Lebensmittel retten. Und schließlich mit dem Wegschmeißen überhaupt. Macht mit! Unterschreibt unsere Petition an den Bundestag, online oder auf den Unterschriftenlisten. Sprecht auch andere an oder sammelt, bis die Listen voll sind. Tragt das Thema durch Aktionen und Veranstaltungen in die Öffentlichkeit. Und seid dabei, wenn wir, so 50.000 Unterschriften zusammenkommen, in Berlin auf die Bundestagsabgeordneten treffen. Und solange wir in dieser Welt des Profitwahns und Wegwerfens leben, holt euch, was ihr braucht, von dem, was andere wegwerfen. Werdet Lebensmittelretterin, ob allein, bei Foodsharing oder in einer Container-Koop. Damit weniger produziert werden muss, damit ihr unabhängiger leben und so auch frecher für eine andere Welt streiten könnt. Alles Weitere, die Termine für die Online-Phase, Abgabe der Unterschriftenlisten und geplante Aktionen erfahrt ihr auf unserer Webseite 242.blogsport.de. Guckt danach und dann raus aus der Datensphäre, rein in die reale Welt, damit die sich ändert.